Es brennt auf den Straßen Caracas. Es sind vor allem die jungen Studenten, die bis in die Nacht den Altamira-Platz im Zentrum der Hauptstadt blockieren. Wir kämpfen für unsere Zukunft, denn im Moment haben wir keine Zukunft. Tagsüber demonstrieren wir friedlich, aber wir erreichen nichts. Und in der Nacht wollen wir zeigen, dass wir frustriert sind. Frustriert über hohe Arbeitslosigkeit und Inflation, Korruption und weit verbreitete Kriminalität. In einem Land, das gleichzeitig über eines der größten Erdölvorkommen der Welt verfügt. Wie hier in San Cristobal, einer Hochburg der Proteste, gehen seit 10 Tagen Tausende in Venezuela auf die Straße. Die Bilanz: mindestens 6 Tote und Dutzende verletzt bei Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften. Denn Präsident Nicolas Maduro setzt Soldaten und Polizisten gegen die Demonstranten ein, hat einen Oppositionsführer verhaften lassen. Regierungsgegner werfen ihm vor, mit brutaler Repression vorzugehen. Maduro nennt die Proteste einen versuchten Staatsstreich seiner politischen Gegner, unterstützt von den USA. Die Wut der Demonstranten aber richtet sich vor allem gegen die eigene Regierung. Denn seit der Wahl des Linkspopulisten Maduro im vergangenen Jahr kommt bei ihnen nicht viel an von dem, was er ihnen versprochen hat.